Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute spielen wir seit langem mal wieder eine Karriere, und wer hätte es auch gedacht, mit Stuttgart. Und ich freue mich sehr drauf, weil die Saison ist ja vorbei und ich weiß ja ungefähr, wie die abgeschnitten haben. Und deswegen will ich natürlich in FIFA auch genauso gut abschneiden. Und wir haben auch zu FIFA 20 auch neue Spieler dabei, zum Beispiel Sanku, Ahamada und CCX, glaube ich, auch neu zu FIFA 20. Und deswegen freue ich mich auch sehr. Und ich habe auch schon die Aufstellung ein bisschen bearbeitet. Also nicht viel. Ich werde mal versuchen, mit einer Dreierkette zu spielen. Obwohl ich das nicht so mag. Aber ich werde es mal versuchen. Auf der Transferliste, können wir mal gerade gucken, habe ich auch Spieler drauf gemacht. Bartstuber, der einzige. Auf der Leihliste habe ich Aidonis, Mack und Cissé gemacht. Ich denke, die sind noch zu schlecht für Einsätze in der Bundesliga zu kriegen, also zumindest in FIFA. Mal schauen, ob wir da Leihangebote kriegen. Hier ist auch die Jugendakademie. Mal schauen, ob hier jemand ein guter Spieler ist. Der ist zu schlecht, der hat kein gutes Potenzial. Direkt freigeben. Der ist auch zu schlecht. Der ist auch zu schlecht. Japaner. Dann der Pole, der sieht auch scheiße aus. Aber der hier, der kommt aus der Peru. Das habe ich noch nie gesehen. Aber ist ein Stürmer. Ist 15 Jahre alt. 42 Gesamtstärke. Ist nicht scheiße, aber sein Potenzial sieht relativ okay aus. Ich lasse den mal drin. Ich bearbeite mal diesen Entwicklungsplan. Den mache ich auf jeden Fall einen Knipser. Der braucht nämlich Schuss. Das ist ja ein Stürmer. Und wir werden dann auch direkt mal einen Jugendscout einstellen. Wir kaufen jetzt diesen Scout, der aus Frankreich kommt. Der hat 5 Sterne. Erfahrung 5, Einschätzung 5. Und ich denke mal, was kriegen wir noch hier? Hier kriegen wir einen 4-5. Ja, den kaufen wir auch noch. Da haben wir 3 Scouts. Den einen schicken wir nicht nach Deutschland, weil der ist nicht gut. Den schicken wir mal nach Argentinien, soll Messi suchen, Kappa. Ne, Spaß. Dann schicken wir den 5-5 Sterne nach Deutschland, damit er da gute Talente sucht. Dann schicken wir den hin. Den schicken wir mal in die Niederlande. Da gibt es ja auch immer gute Talente. Ich habe jetzt mal 3 Trainingseinheiten ausgesucht, die werde ich jetzt spielen. Erste Übung mit A abgeschlossen. Zweite Übung auch mit A abgeschlossen. Dritte Übung und letzte Übung auch mit A abgeschlossen. Hier sieht man dann noch mal die Sachen, was bewegt hat. Wir haben jetzt 3 Spielernachrichten. Das Bartschuber bedankt sich, dass er auf die Transferliste gesetzt wurde. Sag ich einfach so, dass wir uns einig sind. Bei Mack freut er sich, dass sein Laie ihm gut tun kann. Sorry, dass ich verspreche mich richtig viel, ich weiß. Sagen wir, dass ich mich lediglich umsehe. Und Castro begrüßt uns im Namen des gesamten Teams. Da sage ich mal, schön dich kennenzulernen. So, nächster Trainingstag, wieder 3 Übungen ausgewählt.
Trainingssessions mit A abgeschlossen. Es geht ins erste Vorbereitungsspiel. Mal schauen, wie wir abschneiden. 1-1. Ja, geil. Ah, und die Gegner haben sogar eine rote Karte in der 14. Minute bekommen, haben trotzdem ein Tor geschossen. Ah, ja. Naja, egal. Oh, die Davi 5,9 Bewertung, Mangala 5,8 Bewertung, Kemp 5,8. Ey, oh, Anton 5,7. Ey, gar nicht gut. Wir haben jetzt ein Leihangebot für Aidonis. Das freut mich. Ich gehe mal in die Verhandlungen und versuche mal 2 Jahre rauszuhauen. So, wir konnten uns jetzt auf eine 2-Jahres-Leihe einigen und das werde ich jetzt akzeptieren. Ja, moin. Jeder in unserer Gruppe hat einfach unentschieden gespielt. Ja, gut. Das ist gut für uns. So, ins zweite Spiel gegen Ud Almeria. Almeria, keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffentlich, dass wir da gewinnen. Das wäre wichtig. Klar, 2-1, stark. Kalajdzic und Didavi mit dem Tor. So kennt man ihn, Didavi. In der 80. Minute noch eingewechselt. In der 83. Minute also das Tor gemacht. Sehr stark. Ah, hier haben wir auch die Bestätigung, dass Aidonis für 2 Jahre nach Sparta Rotterdam wechselt. Da kann er Spielzeit sammeln, hoffentlich kann er sich auch verbessern. Und wir haben ein Transferangebot für Badstuber. Das lasse ich den Assistenttrainer machen, ich delegiere das und hoffe, dass er ein gutes Angebot rausschlagen kann. So, nächster Trainingstag, 3 neue Übungen. Alle Trainingseinheiten bis auf die erste auf A. Wir haben jetzt ein Leihangebot für Clinton Mola, aber der ist nicht auf der Leihliste, deswegen ich will den eigentlich nicht verleihen. Der ist eigentlich gut und der wird auch Einsätze bekommen. So, das dritte Gruppenspiel steht an. Hoffentlich gewinnen wir es gegen Mallorca. Bitte, sehr wichtig. Oder Unschieden. Ja, Unschieden ist, glaube ich, auch gut. Kalajdzic macht das Tor. Und wir kriegen sogar noch eine rote Karte. Wir kriegen 1,2 Millionen Turnierpreisgeld und wir sind damit auch im Halbfinale des Turniers. Und das Halbfinale werden wir in der nächsten Folge machen. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und das Finale werden wir selbst spielen, aber falls wir überhaupt ins Finale kommen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang das ist. Ich kann es nicht einschätzen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und ciao.